In diesem Video stelle ich euch einen Lippenstift vor, der tatsächlich nicht verschmiert und den ganzen Tag hält. Hallo ihr Lieben! Nachdem ich im letzten Jahr die ganze Zeit mich beschwert habe, wie heiß es ist im Sommer und dass einfach die Kosmetik, die man dann eventuell trägt an so einem heißen Tag, verschmiert, habe ich mir gedacht, dass ich jetzt nochmal ein Update-Video mache, weil ich bin etwas klüger geworden und ich habe jetzt tatsächlich einen Lippenstift gefunden, der mich auch gut durch den Sommer bringt und der nicht verschmiert und den ganzen Tag hält. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil diese Entdeckung, ja, die fand ich wirklich super. Und ich finde, ich kann dadurch jetzt meinen Alltag viel einfacher gestalten und kann einfach sicher sein, dass der Lippenstift immer so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Es geht um diesen Super Stay Lippenstift, der ist von Maybelline New York und den gibt es in unterschiedlichen Schattierungen. Ich habe jetzt einfach mal so zwei Farben hier rausgegriffen und das Gute ist, das ist eher so eine Art Lippenlack, also so würde ich das bezeichnen. Der ist jetzt nicht so super cremig, das heißt, wenn man den aufträgt, dann trocknet der und wird wie so eine Art so eine flexible Gummilackschicht auf den Lippen. Ich habe natürlich dann auch gedacht, ach, was ist denn da drin, wer weiß, ne? Aber Maybelline ist wirklich eine gute Marke. Der Lippenstift oder dieser Lippenlack, dieser Lippen, wie nennt man das? Ink? Ink heißt auf Deutsch, was heißt das nochmal? Lippentinte. Ist dermatologisch getestet, es ist auch in Europa hergestellt und ja, ich bin begeistert. Jetzt tragen wir den mal auf. Ich nehme erstmal hier diesen dunklen. Jetzt muss ich allerdings auch mal in den Spiegel gucken, sonst sehe ich nicht, was ich da mache, Leute. Ich habe dann hier so eine Art Schwämmchen, das spitz zuläuft. Ich finde das sehr praktisch, weil man damit eben ganz akkurat die Farbe auftragen kann. Was ich gemerkt habe jetzt in den letzten Monaten ist, dass es echt ein Vorteil ist, dass man die einzelnen Farben auch mischen kann. Deswegen habe ich euch auch zwei Farben gezeigt, weil es gibt ja so Tage, wo man sich denkt, naja, jetzt so ein intensives Rot ist vielleicht nicht das Richtige. Und man möchte das so ein bisschen mildern, ja, also so ein bisschen abmildern. Dann nimmt man einfach so einen Nude-Farbton, ne? So ein Braun, ne, so ein leichtes Braun und geht da noch mal drüber. Um die Farbe etwas abzumildern. Das funktioniert natürlich dann super gut, wenn eben dieser Lippenlack noch nicht ganz fest ist, den ihr als erste Schicht aufgetragen habt. Ja, und dann habt ihr so eine Mischung, die Mischung, die eben zu eurem Outfit und zu eurem Look an dem Tag passt. Natürlich gibt es neben diesem Rotfarbton und diesem Beige auch noch rosa Farbtöne. Hier seht ihr mal zwei, so ein leichtes Rosa und ein intensiveres Rosa. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so vier Farben hat, hat man eigentlich so ein Farbspektrum, mit dem man wirklich arbeiten kann. Und man kann ja dann auch diese ganzen Unternuancen zwischen Farben dann super hinkriegen. Man kann zum Beispiel auch die rote Farbe nehmen und dann eben so ein Rosa, um so ein ganz intensives Fuchsia hinzubekommen. Also das geht auch als Mischung. Und ja, das Gute ist, dass dieser Lippenstift oder dieser Lippenlack, wenn er dann fest ist, auch nicht in irgendwelche kleinen Fältchen an den Lippen reinläuft. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Gerade hier auf diesem Ü50-Kanal, wo ja die meisten von uns über 50 sind oder vielleicht noch deutlich älter, da hat schon die ein oder andere die Erfahrung gemacht, dass ja hier diese Lippenfältchen mit der Zeit ein bisschen mehr werden. Und im letzten Jahr habe ich es wirklich verflucht, weil da gab es Lippenstifte,
Da ist die Farbe mit der Zeit, gerade auch durch die Hitze, in diese Fältchen dann so reingelaufen. Das sah nicht gut aus. Und ich erinnere mich an einen Tag, da war ich mal so ein Döner essen, ja. Und der Döner war relativ fettig. Ich hatte einen Lippenstift drauf und dann ist dieser Lippenlack so irgendwie durch das Fett so komplett ausgefranst, so in mein Gesicht gelaufen. Es sah schrecklich aus, Leute. Schrecklich. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass ich jetzt diese, ja, Stay-Lippenstifte gefunden habe von Maybelline. Es ist wirklich so, dass ich gute Erfahrungen gemacht habe und dass ich diese Lippenstifte selbst benutze. Und das möchte ich euch natürlich auch mitgeben. Was auch toll ist, wenn man dann mal im Café ist, man trinkt einen Kaffee oder einen Tee, hat man auch jetzt nicht mehr das Problem, dass man dann immer diese Abdrücke auf den Tassen hat. Vor allem auf weißen Tassen oder durchsichtigen Gläsern ist das ja manchmal so gewesen, wenn man dann so einen intensiven Lippenstift getragen hat, dass man dann diese ganzen Abdrücke gesehen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mir war das immer ein bisschen unangenehm. Vor allem, wenn ich irgendwo eingeladen war, bei einer Freundin, ja, wenn dann die Tassen so ausgesehen haben. Und jetzt passiert das nicht mehr, weil der Lack ist wirklich fest auf den Lippen. Jetzt ist es aber zur Freude von euch, zur Freude von mir. Es gibt dabei aber auch ein Problem, Leute, weil als ich diesen Lippenstift oder Lippenlack das erste Mal drauf hatte, und am Abend dann runterkriegen wollte, da war ich schon sehr erstaunt, weil ich habe dann gemerkt, so einfach geht der dann aber auch nicht mehr ab. Also man kann nicht einfach das Gesicht waschen und dann ist der runter oder geht dann mit so einem Papierchen oder Waschlappen drüber und dann ist er runter. Das geht eben nicht, ne? Also das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verwendet einen Make-up-Entferner für so wasserfestes Make-up. Ich besitze das nicht, sondern ich verwende die zweite Variante. Und die zweite Variante ist ein Peeling. Das kann man sich auch selbst herstellen. Das kann man mit Salz und Öl herstellen oder mit feinen Zuckerkristallen und Öl. Ich muss sagen, das Peeling hat mich überzeugt, weil ich dadurch dann auch immer noch mal meine Lippen gepeelt habe und gut durchblutet habe. Also ich habe gemerkt, dass das meinen Lippen sehr gut tut, ne, in der Pflege dann abends, wenn ich mich abschminke. Und dadurch geht eben auch dieser Lippenlack einfach ab. Man kann ihn dann noch mal abspülen, noch mal so ein bisschen mit dem Waschlappen drüber rubbeln. Aber es ist eine einfache und auch kostengünstige Variante, vor allem wenn man das Peeling selbst herstellt. Was verwendet ihr für Lippenstifte im Sommer? Habt ihr auch einen Lippenlack? Habt ihr vielleicht auch schon diese Superstay-Lippenstifte entdeckt? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Schreibt das gerne mal in die Video-Info. Ich bin gespannt. Vielleicht lerne ich ja dann auch noch mal was dazu und vielleicht bekommen auch alle anderen hier auf diesem Kanal dann noch zusätzliche Anregungen von euch. In der nächsten Woche, also am nächsten Sonntag, kommt ein Video raus, was für viele von euch super interessant ist. Und zwar wird es da um die Modetrends gehen in diesem Herbst und Winter 2024/2025. Schaut gerne vorbei und informiert euch über die wichtigsten Trends, die jetzt in der Saison kommen. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal. Tschüss!